So, letztes Mal Minecraft, wie lange ist her? Uff, schon einige Zeit. Das war, als wir die Dick, nee, als wir Womworld gemacht haben. Ja, Mann, es hier. ist mittlerweile schon über, ja? Ja, mehr? Das ist Zwei? schon, ja, Drei? mehr als ein Jahr her. Naja, Vorhang auf. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Dan plus 1 Night. In dieser Folge jetzt eine Dan Man and Bomb Night. Ich sag das jetzt einfach so. Ich muss damit Denn, leben. ja, Ich denn, bin dabei. du bist dabei. Ja. Heute alleine. Ich fühle mich so geehrt. Ja, Dan und Wombat sind wieder vereint. Und zwar heute in der Nacht. Ja. Ja, tief in der Nacht. Nacht. Da haben mal wieder Leute kein Real Life, anstatt mal ins Saufen zu gehen. Nein, wir setzen uns hier hin und Wir zocken. setzen uns hier hin und nicht nur das, wir haben sogar noch viel weniger Real Life, denn es gibt nur ein Spiel, das signalisiert, dass man noch weniger Real Life hat, als man eh schon hat. Minecraft. Achso, ich dachte an World of Warcraft, aber es ist okay, nehmen wir Minecraft. Was? Okay. Minecraft. Ach so, okay. Wir haben Minecraft heute auf dem Plan. Das bedeutet, wir spielen heute Minecraft. Version 1.8.6, wir sind also up to date. Und ganz lustigerweise muss ich ehrlich sagen, wie sehr kennst du dich mit der neuen Version aus? Null. Ich habe da. Ich muss sagen, das letzte Mal, wo ich reingeguckt habe, da haben wir zusammen unsere Aufnahmen gemacht. Wow, das ist wirklich lang. Ich habe mal mit Cyrus einen Mod gespielt, aber das war es dann auch im Grunde. Stimmt, nein, mit Cyrus, da war Stimmt, da ich haben auch wir mal auch noch kurz mal dabei. kurz reingeguckt, ja. Stimmt, da war ich auch mal ganz kurz Ja. dabei. So, ich In mache jetzt diesem einfach mal. Wir sehen Tornado-Modus jetzt oder einfach was mal, das hier sehen war. wir doch übrigens die ganzen alten Maps sind hier noch. Wombie Pocket. Ah, Wombi. das ist deine Pocket Android Map. Ey, die war total Richtig. Ich habe krank. dort die vier Maps zusammengeklebt. Ja, Das ja. war awesome. Meine Pocket Maps waren so Aber heute wollen krank. wir eine neue Map machen und wir nennen die jetzt einfach Dan plus Womb Knight. So. Das. Man muss dazu sagen, damals die Pocket Edition, klar, die Handy-Version. In 2 Jahren, was da so alles möglich ist, so während dem Unterricht, das. Was ist unser Seed? Wollen wir ein Seed nehmen? Naja, brauchen wir eigentlich nicht. Doch, dann können die Leute, ich weiß nicht, wenn jemand nach unsere Welt jetzt schön aussieht, dann kann das jeder eingeben. Ich finde das eigentlich ganz nützlich. Ich würde sagen, wir nehmen Dan Man Dan. and Dan Mann mit Wombin. Bomben, ja. Das wäre awesome. Wenn die Welt jetzt richtig cool aussieht, das wäre richtig awesome. Hashtag Dan Mann und Bomben. Du Arsch. Was denn? Ja, ich weiß, kann Schleichwerbung machen. Ich weiß von nichts. Laut Cheats. Ja, wir machen Cheats mal einfach an, für den Fall, dass wir die irgendwie brauchen. Bonus-Chest nehme ich jetzt auch mal an. Okay. Create World. Eine neue Welt wird erschaffen. Die Dan Man and Wombin Welt. Oh, die sieht bestimmt scheiße aus. Da müssen wir sie wegschmeißen. Nie wieder über diesen Titel reden. Ich habe irgendwie das Gefühl, es wäre auch bei diesem Spiel mal wieder clever gewesen, wenn ich zuerst auf den Server gejoint hätte und wir hätten dann angefangen. Stimmt eigentlich. Jetzt, wo du das sagst. Das kommt mir aber immer erst so während der Aufnahme. Ich Das sehe ist. gerade, momentan habe ich ein bisschen FPS-Probleme, weil ich nebenbei aufnehme. Das heißt, ich werde ein bisschen was runterstellen. Es tut mir leid, Leute, aber mit der Ein schlimmes Aufnahme Problem. zieht es gerade ein bisschen zu viel. Grafik mache ich jetzt auch nochmal auf Fast. Das dürfte schon der Rest getan haben. Ja. So, denn wir wollen ja auch noch dann am Ende Bombe. Weißt du, was cool ist? Nein. Dan and Wombin Map gefällt mir. So, ich lade dich ein. Open LAN. Survival, Allow Cheats, Game Mode, Creative, Survival, Adventure. Machen wir Adventure Mode, oder? Du weißt, was das bedeutet. So, hosted on Port 56406. Das heißt, du musst die Hamachi-IP. Hamachi! Oh yeah, ich habe noch meinen Dan-Man-Skin. Mein Double. Nee, die Skin. Delta Alpha Nova, mein Freund. Delta Alpha Nova. Ja, falls ihr mich heute ein bisschen entfernter hört, ich habe ein neues Setup. Und das ist eventuell jetzt für Aufnahmen nicht so perfekt. Da muss ich nochmal gucken, ob ich das nicht irgendwie doch nochmal näher stelle. Fällt mir gerade so auf. Aber ansonsten ist das ganz chillig eigentlich. Ich könnte jetzt theoretisch auf dem großen Screen spielen. Was sagst du dazu? Wombat sagt einfach gar nichts mehr. Okay, ich glaube, wir haben Wombat verloren. Oh, mein Headset hat geblinkt. Entschuldigung. Na. Also, was heißt mein Headset? Mein Mikro. Der Mikro hat Na, geblinkt.
Warum war das überhaupt? Ach, egal. Pilzbiom. Ja, wir haben mit viel, unter viel Leiden und Qualen haben wir das Set bei ihm so ausgerichtet, dass er Leiden sich jetzt wohlfühlt. Qualen. Ich muss dazu sagen. Der Drache ist wieder in einem natürlichen Reservoir. Ich muss leider dazu sagen, er fühlt sich wohl. Ja. Bei mir hat sich nichts geändert. Nein. Mir sieht noch alles so perfekt aus, wie es das erste, wie vom ersten Tag an. Während du joinst, hol ich schon mal ein bisschen Holz. Achso, ich soll joinen. Sag das doch. Ja, ich hab dir doch sogar die Adresse gegeben. Echt? Hamachi IP und dann 56406. Doppelpunkt 56406. 56406. 6, genau. Join. Login. Yeah! Dass das noch funktioniert. Ja, klar funktioniert das. Das habe ich schon öfter getestet. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. So. Wo ist er denn? Ich bin auf einem Baum. Tarzan. Warte mal, bleib mal auf dem Baum. Ich komm hoch. Dann kann man es vielleicht besser sehen. Da bist du. Hey! Oh, Wombats geht auch. Der hab ich so vermisst. Oh, ist der süß. Wo bist du denn? Wombat, hier unten. Ja, aber wo? Direkt unter dir. Ich sehe nicht mal deinen Namen. Läufst du gerade rum? Ich sehe dich nur stehen gerade. Okay, bei mir leckt's gerade. Der teleportiert mich immer wieder zum Anfang zurück. Achso, ja, muss ich dir Rechte geben? Warte mal. Okay. Boah, mir wird schlecht. Oh Gott. Bei jeder Bewegung setzt er mich so zurück. Oh Gott. Oh. Ich weiß nicht, wie die Befehle jetzt in den neuen. Entschuldigung, ich muss mich vom Bildschirm wegdrehen. Das kann ich mir nicht angucken. So viel Leid. Ja, mein Gott. Was kann man darüber verlieren? Damals hat es riesig viel Spaß gemacht. Wir haben teilweise Nächte dran verbracht. Aber wer hat das heutzutage nicht? Wir sind jetzt ein bisschen davon abgedriftet. Macht jetzt schon seit ein paar Jahren schon nichts mehr mit Minecraft. Großartig. Nein. Und jetzt diese Woche ist Dan dann auf die Suppe gekommen. Hey, lass uns doch mal bei Danman plus 1 Night ein Danman und Wombin Special machen. Und kann man mal wieder Minecraft schön reinsehen. Wir spielen ja auch Vanilla im Grunde jetzt. Oh, das war auch damals eine schöne Zeit, als der Server abgeschmiert ist. Ja, und ich plötzlich keine Rechte mehr zu allem hatte. Toll. Ja, das war... Ja. Aber es ist irgendwie mal wieder ganz interessant, mal meinen alten Charakter hier wieder zu haben. Mein Wombat-Charakter. Damals ist er entstanden. Daher kommt der Nickname, Leute. Insider. Ich weiß nicht, wie ich dir Rechte geben kann. Also jetzt kann ich gerade rumlatschen. Das kann ich dir sagen. Du kannst rumlatschen? Ja. Siehst du den roten... Wo bist du denn? Jetzt hin. Ich bin ein bisschen weiter weggelaufen. Hier sind lauter rote Pilze. Ja, komm nochmal zurück zu dem Punkt, wo du herkamst. Ich kann nichts abbauen. Sehr gut. Also komme ich zu dem Punkt, glaube ich, auch nicht. Doch, ich komme zurück. Habe ich da hinten gerade deinen Namen bewegen sehen? Das kann schon sein. Ich stehe jetzt relativ weit oben. Ich versuche mal ein bisschen höher zu kommen. Ja, ich komme nicht höher, weil ich nichts abbauen kann. Ein Wombat, das ich bauen kann, ist nur zu 50% Wombat. Oh, Schaden genommen. Super. Warte mal, hier geht's hoch. Yeah! Ja, du stehst relativ weit oben. Du hast mich doch eben gesehen, oder? Jetzt frage ich mich, wo du hingerannt bist. Oh, da ist er! Was hast du nur für ein Charakter? Gott! Das ist Legolas Grünblatt! Was? Legolas Grünblatt? Ah, du hast ja Standardcharakter, okay. Du siehst aus irgendwelchen Gründen Standardskin. Bei mir sehe ich aus wie die von W&D. Ja, mit Anzug. Ja, mit dem lilanen. Ich habe meinen Bombard-Charakter. Es gibt nichts Schöneres. So, komm mal her. Tatsache. Komm mal hier runter. Oh, es geht schon wieder los. Wir spielen ein Spiel zusammen und er sagt wieder, komm mal hier runter. Ja, guck dir das an. Hier ist ein awesome Platz. Guck mal. Ja. Guck, wie das aussieht. Hier. Oh. Ist awesome, oder? Oh, wie cool ist das denn? Weißt du, was nur das Doofe ist? Ha? Ich kann ja so lange draufkloppen, wie ich will. Ich kann nichts abbauen. Ja, warte mal. Wir nehmen mal das Zeug mit hier. Was war das? Oh, das war nur eine Kiste. Das liegt an der Standard Projection. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich dich zum Operator mache. Dann google das. Kann ich gleich machen, aber ich glaube, du müsstest, wenn du ein bisschen weiter weg gehst, direkt abbauen können. Oh, da ist ein Hase, da ist ein Hase. Oh ja. Es gibt jetzt Hasen? Oh, guck mal, Hasen. Wir machen den Hasen. Hast du gerade den Hasen geschlagen? Nein, hab ich nicht. Was ist nur mit dir verkehrt? Guck mal, vor allem wieder her. Dich ist Speedy. Oh. Sollten gleich. Warte, stell dich mal dahin, der bewegt sich gerade nicht. Ich mach ein Bild. Warte. Einmal auf Twitter mit Wombat und dem Häschen. Wir gucken uns gegenseitig an.
Ja, bitte nicht bewegen, Hase. Ich bin noch dabei. Einen Moment. Ah, Ja, beeil dich. das gibt ein Selfie. Beeil dich. Bin dabei. So, Kamera ist an. Kamera. Und zack. Yay! Zieh mir tief Hab's. in die Augen, Süße. Hab's, 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 hab's. Okay, schreibe ich das kurz mal. Was schreibe ich denn? Das Bild ist doch bestimmt auch cool. Jetzt guckt er mich an. Dan, guck mal schnell. Auch süß, aber da ist Gras dazwischen, ich kann es nicht sehen, Ach, richtig. verdammt. Hier, Hasi, komm mal hier rüber. Komm, geh. Komm, bei Fuß. Ach, du Vieh. Ich weiß gar nicht, ich glaube. Obwohl, ich glaube, ich habe mittendrin mal aus Langeweile reingeguckt. Nee, ist sogar gelogen. Ich habe mittendrin mal reingeguckt. Nämlich mit ein paar Freunden aus meiner super IT-Klasse. Da haben wir das teilweise im Unterricht gemacht. Da haben wir das so ein bisschen erforscht. Okay. Also, da habe ich doch mittendrin mal reingeguckt. Da war es allerdings noch nicht Version 1.8.6. Ich weiß gar nicht, was es da war. 1.7.9 oder sowas. Zählt es eigentlich noch als Hashtag, wenn ich einen Plus reinmache? Dann nenne ich es einfach nur Dan Knight, das ist das neue. Dan Knight. Dan Knight. Dan Dan Knight. Knight mit Wombin. Finde ich gut. Nein, ich kann nichts abbauen, auch hier nicht. Und daher weiß ich auf jeden Fall, dass so ein paar neue Tiere, die es gibt. Es gibt da, glaube ich, mittlerweile auch Bären und sowas. Guck, ob wir einen finden. So wird gesendet. Okay, das da ist So, kein das Bär, ist jetzt extrem das stark ist bei kein Bär, euch. das ist kein Bär, das ist kein Bär, das ist ein Zombie, das ist ein Zombie. Was macht der hier? Warum ist ein Zombie im Tag? Was? Da, ja, der läuft hier zwischen den Welten. Oh, er greift mich an. Oh Gott. Dan, hilf mir. Okay, Dan, ich hilf schaue mir. ganz kurz mal nach, ob ich da irgendwie was finde, mit dem ich dich okayen kann. Jetzt willst du nachgucken. Jetzt, wo mich der Zombie verfolgt. Ich. Ja. Boah. Verdammt, da ist er. Ach ja, und auch das ist jetzt das neue Special, damit du es auch weißt, Dan. Zombies können rennen. Zombies, was? Was? Ja, die können mittlerweile so einen Schritt schneller laufen. Oh wow, okay, das ist krank. Wieso können Zombies denn rennen? Wir sind hier nicht in Left 4 Dead. Immer diese blöden rennenden Zombies. Echt mal. Es wäre cooler, wenn die Zombies ein bisschen koordinierter wären. Weißt du? Ja, die rennen halt immer so doof gegen die Wenn Wand. die Horden bilden würden. So, weißt du, Boah, das wäre geil. ich sag jetzt nicht, dass die einen wirklich jagen sollen über die komplette Map, aber es wäre schon irgendwie awesome, wenn die wirklich ein Hordesystem, so ein Schwarmsystem hätten. Das wäre richtig cool. Anstatt dass sie eben einzeln so ein bisschen, dass sie halt so ein bisschen Team-up machen. Sie jagen im Rudel. Hier oben. Tatsache, da unten steht er. Sehen. Cool. Okay. So, ich habe eine Befehlsliste hier. Ich schau mal ganz kurz. Kann ich hier irgendwie raustappen, ohne dass ich das ganze Bild? Debug help seed stats test for. Prüft Objekte Bedingungen erfüllt. Identisch mit startet. Wie kommen die Schafe hier hoch auf die Bäume? Schafe können nicht klettern. Theoretisch, jetzt, wo wir so in den Bäumen sind, frage ich mich, ob es mittlerweile auch Affen gibt. Müssen wir mal eine Muss ich dich. Schuppe. Warte mal, ich whiteliste dich jetzt einfach mal. Whitelist. Ja, ich Wombat glaube, auf die Clan Whitelist, aber 94. ist schon mehr. Das ich bin nicht so funktioniert nicht. ein Fan von der Blacklist. Nein. Ich weiß auch nicht, ob das die richtigen Befehle sind. Das müssten eigentlich die richtigen Befehle sein. Ich weiß nicht. Mit Befehlen habe ich mich noch nie großartig ausgekannt. So diese Standard. Da OP. OP. Wo ah, ich weiß, warum es nicht ging. Warum Batman 94? Nein, geht trotzdem nicht. Okay. Ich weiß nicht, wie ich die. Toll, jetzt wird's Nacht. Musik, Sounds, Videosäle, Language, Suspects, Noopers. Nein, Chat Settings. Nein. Ich mach mal Difficulty auf Peaceful für jetzt. Peaceful macht er. Ja, damit jetzt uns nichts umbringt die Nacht, weil du nichts abbauen kannst. So, wo bist du denn jetzt schon wieder am Rumstreichen? Ah, es fängt wieder an.
Warum man auf meinem Server? Ich weiß nicht, wo. Ey, du bist immer am Verschwinden, wenn man mal 2 Sekunden nicht hinguckt. Wow. 2 Sekunden und schon weg ist er. Und vor allen Dingen kopflos und ohne zu gucken, wo du herkommst. Du läufst einfach irgendwo in die Richtung. Wo kann ich so am besten? Einfach in irgendeine Richtung. Wow. Das ist, ich kann doch eh nichts machen. So cool, du hast dich überhaupt nicht geändert, was das angeht. Da kommt voll dieses alte Gefühl von ich hasse dich auch. Ja, aber das Problem an der Sache ist, dass ich hasse den, auf zu lachen. Das ist einfach cool. Ja, das Problem an der Sache ist, ich kann nichts machen, ich kann nichts abbauen. Das ist in deine Gene geschrieben, dieses typische, ich bewege mich jetzt irgendwohin, ohne nachzudenken, wo ich herkomme. Einfach weg. Ja, zur Not musst du einfach auf den höchsten Baum klettern, weil du wohin musst. Ah, da ist er. Ich sehe ihn. Verdammt, er hat mich gesehen. Was? Nee, nix, der kann hier. Abtauchen. Nichts abtauchen. Gib dir abtauchen. Kannst du jetzt wirklich nichts abbauen? Also immer noch nicht. Nein, ich kann gar nichts machen. Geht nichts. Hm. Boah, ist da unten viel Eisen und Kohle. Hm. So findet man sich in der Minecraft-Welt zurecht. Aber dass es so dicke Bäume gibt, wusstest du, ne? Also mittlerweile. Ja, das weiß ich. Vier Blockbäume und sowas. Ja, gibt's klar. Teilweise, glaube ich, noch größere. Ja, das war ja schon mit dem Pilzbrunnen, ne, glaube ich. Ja. Gab's das. Chat identisch senden. Chat Achievement Clear Effect Enchant. Player Sound Replacing on Scoreboard Spawn Point. Ticker Kill Gift Game Mode, wenn der Spielmodus nicht wieder so execute. Warte mal, wenn ich Game Mode 0 Wombat Man. You Game Mode has been updated. To? Ja, das war's auch. Your Game Mode has been updated. Mehr steht nicht da. Wow. Aber er macht trotzdem nichts. Oh, was ist das denn? Hase mit rotem Auge. Also abbauen kannst du immer noch nicht. Oh doch, ich kann abbauen. Ich kann abbauen. Sehr gut. Dann muss ich dir also einfach nur den Game Mode changen. Achso, cool, du warst Spectator. Jetzt verstehe ich. Wow, und das erste, was ich gemacht habe, ist eine Blume abgebaut. Warum brennt's da hinten? Oh Gott, da hinten ist Feuer. Wo? Oh Gott, der ganze Wald wird abbrennen. Schnell zum Feuer. Bombard, beeil dich. Das muss man eindämmen, sofort. Das breitet sich nämlich jetzt über den ganzen Wald aus, wenn es da hinten. Oh fuck, das brennt das komplette Minimum wieder. Da ist irgendwo Lava. Ich sehe es nicht. Verdammt. Ja, hier ist immer Lava, aber die war unten in so einem Graben drin. Scheiße. Okay, ich brauche deine Hilfe. TP Wombatman zu Dead Dragon. Hier. Ach du Scheiße, hier brennt ja alles. Hilf mir. Wir müssen das irgendwie eindämmen. Das zieht sonst alles nieder. Ich hau mit einem Sapling drauf. Oh, da unten ist Lava. Ich brenne. Und du brennst? Ach, ich mach das mit Erde zu. Gute Idee. Ah, scheiß Lava. Oh, ja, da ist eine ganze Menge Lava. Fackelum. Eventuell mal das Holz hier einfach wegbauen. Halt, warte, ich versuch's mit Erde zuzumachen. Brauchst du die Axt her? Die war in der Kiste. Welcher Kiste? die da stand. Ja, du konntest das doch eh nicht nehmen. Ach so, stimmt ja. Was heißt denn hier? Okay, ach so, stimmt ja. Die Bäume kannst du ja hier theoretisch wegbrennen lassen. Wenn die frei stehen, dann brennt es ja nicht weiter. Die stehen ja nicht frei. Ja. Da steht gar nichts frei, du Witzbold. Da, wo ich gerade bin, da steht es frei. Guck, du baust es ab. Und lässt mir nicht mal den Stoff. Nein, den guten Stoff. Warum machst du nur den guten Stoff? So, für was hast du jetzt meine Hilfe gebraucht? Für was hast du mich jetzt von meinem Superpunkt weggeholt? Damit du das Feuer damit nicht löst. Der Punkt war bestimmt nicht so toll wie der hier. Aber ich bin die Lava. Nein. Ich bin die Lava. Das wäre jetzt so das Argument, ne? Der Punkt ist der beste, aber ich bin in die Lava gefallen. Und ich bin tot. So, lass uns irgendwo was bauen. Wo wollen wir wohnen? In den Bäumen. Ach nein, nicht in den Bäumen schon wieder. Gut, unter der Erde. Okay, in den Bäumen. Ich habe einen coolen Baum gefunden, Mann. Finde ich auch gleich, hoffe ich. Kann sein. Muss aber nicht unbedingt.
Ist der Baum cool? Der Baum ist cool. Da hinten ist er. Ja. Wie ist er da nur hingekommen? Der Baum ist cool. Wo bist du denn? Kann er so schnell laufen? Hier vorne. Hä, wo ist denn hier vorne? Hier hinten? Wo bist du denn? Hier vorne. Das ist awesome. Ja. Ja, wir helfen uns richtig gut. Das ist wirklich, wow. Da bist du. Hier drüben. Komm mal hierher. Ja, bin unterwegs. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich sage, weil eigentlich bist du gerade auf dem Weg zu mir hier. Also warum? Ah. Ich habe es einfach mal als Hilfe genommen. Stell dich mal hier vorne hin. Ich stelle mich hier vorne hin. Hier? Oh, was ein Ausblick. Siehst du den, da wo die beiden Hünden sind? Da ein Baumhaus ran. An der Seite. Da ist nur ein Hühnchen. Zwei, da hinten ist noch ein anderes. Da oben. Dann sehen wir ein bisschen aus wie das Baumhaus aus Tarzan. Ich hasse dich so sehr. Warum? Hatte ich nicht Tarzan schon mal in die Aufnahme gebracht? Egal. Tarzan. Ich weiß es nicht. Hatten wir nicht Tarzan im Spiel? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, ich mach mal eine Workbench. A Dan Dragon has just earned a benchmarking. Benchmaker. Wow, ich hab genau ein Holz. Oh, Black Holz. Ja. Oh, Benchmark bringt mir nur nichts. Warte, ich mach Holz. Da ist Holz. Boah, ich kann es sogar noch. Ich kann es noch. Ja, oh, lass uns aus dunklen Holzdingern bauen. Ja, das ist cool. Es gibt mittlerweile so dunkles Holz. Ja, lass uns aus dunklem Holz ein Ding bauen. Warte, mach mal eine Treppe. Ich bin runtergefallen. Ah. Ja, warte, ich komme mit hoch. Nicht, okay, gut. Nicht abbauen, wollte ich gerade sagen. Nein. Den Trick da weg. Die Pflanzen musst du mal beibehalten. Mach mal eine Treppe und dann bau die mal hier. Oder gib mir die mal dann. Mach mal den Dreck da weg. Hast du irgendwas gegen meine Erde? Hast du jetzt endlich meine Treppe gebaut? Oh. Ja, wie denn? Ich hab doch keine. Aha, du hast mir Material gegeben. Sag das doch. Oh, jetzt baue ich Treppen. Wann hast du mir das gegeben? So, jetzt will ich auch eine Treppe bauen. Ich hab jetzt schon Treppen gebaut. Komm mit. Gut, jetzt will ich keine Treppe. Komm hierher, komm dahin, geh dorthin. Ja, du verstehst das Problem, warum ich das Spiel mit dir noch nie leiden konnte. Das ist überhaupt nicht wahr. Und warum auch alle anderen mittlerweile abgesprungen sind. Was? Oh, da hinten brennt's schon wieder. Das lag nicht an mir. Da hinten brennt's schon wieder. Wieder brennt's schon wieder. Da brennt's schon wieder. Okay, geh da hin und lösch das. Setzt euch ans Lagerfeuer. Lösch das Lagerfeuer. Lösch das Lagerfeuer. Ja, bevor wir. Jetzt sitzen wir im Dunkeln. Im Dunkeln ist gut dunkel. Also irgendwie müssen wir gucken, dass wir die Lava da wegkriegen. Ich hab Eier gefunden. Bau sie mit Erde dazu. Ah, na wow, guck an dir runter, dann findest du immer Eier. Mit dir zu reden ist manchmal einfach nicht nett. Ja, manchmal so voll meh. Ja, meh. Ja. Meh ist wohl der Ausdruck für so fast alles. Standhalten. Ah, und das hasse ich nach wie vor in Minecraft. Was? Du kannst vom Baum unten alles weghauen, was du willst, der bleibt stehen. Oh, ich brenn! Ja, wäre cool, wenn wir die Fallphysik machen würden. Nee, Holz. Ja, ist mir in die Lava gefallen. Ich krieg die scheiß Ding da jetzt nicht hin. Ich krieg's Feuer nicht aus. Jetzt hab ich's. Okay. Ist das hoch genug? Ist das hoch genug? Ja, hier brennt genug, so viel kann ich dir sagen. Brennt genug, ja. Nein, es brennt weiter. Es brennt weiter. Es breitet sich aus. Ich kann es nicht stoppen. Ich werde nicht aufgeben. Oh, jetzt brennt's da drüben, jetzt brennt's hier wieder. Es ist doch zum Heulen. Okay, ich habe schon mal die Plattform, ja. Den Grundriss der Plattform. Ganz ehrlich, wir machen Half-Steps da draus. Dann ist das nicht so dick. Ist mir egal, was wir draus machen. Hauptsache, es hört hier. Ich hasse es, wenn man in Minecraft immer sowas baut, was so blockig ist. Blockig? Wow! Du verstehst das Problem. Verdammt, ich brenn. Hilfe! Bist du immer noch nicht mit dem Feuer durchgekommen? Wie denn? Das verbreitet sich! Es verbreitet sich! Ja. Genauso wie so manch anderes, was du mit dir rumschleppst. Flöhe. Hey, die jucken aber nicht so wie normale Flöhe. Die jucken dich nicht. Ah, warte, ich komme. Ich hab's geschafft. Nein, jetzt brennt's da. Wieso brennt's da denn? Da war doch gar kein Feuer. Puh, ich hab's aufgehalten. Es hört, glaube ich, nicht auf, bis du die Dinger einfach abgebaut hast, die in der Nähe stehen. Ja, gut, das Ding hier kann weiter brennen. Na, die bauen sich von selbst ab. Ja, wenn das Ding abbrennt, dann passiert nichts mehr. Nur, dass halt so, nicht uns das ganze Biom wegbrennt, weil das ist mir schon mal passiert. Ja, wir müssen gucken, dass wir die Lava hier wegkriegen. Warte mal, war ich da nicht schuld dran? Ja, da warst du schuld dran. Gute alte Zeiten. Das war die schlimmste Zeit unserer Epoche. Wo war das dann? Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. War das nicht... Nee, warte. Nee, das war... Ich wollte gerade sagen, da, wo ich mein Haus in den Ding gebaut habe,
Aber das war ja meine Singleplayer-Map. Oh, wollen wir uns die noch mal ansehen später? Hab ich die noch ab? Können wir gerne nochmal reingucken. Oh, die war awesome. Komm schon. Vor allem können wir nochmal auf meine Pocket Edition reingucken. Jetzt hast du davon angefangen, ich würde die gerne mal wieder sehen. Die Pocket Edition? Ja, was ich da überhaupt so gebaut habe, ich weiß es gar nicht mehr. Der letzte Zumindest nicht mehr Comic mit genau. der war ja in der Pocket Edition und der ist ja nie fertig geworden, leider. Ja, dem Schwimmbad, ne? Ja. Mit den Mini-Wombats. Ja, oh, das war so gut. So. Also ich gucke jetzt irgendwie, dass ich hier mit ein bisschen Erde die Lava wegmache. Jo. Ich mach Damit das Half-Steps. nicht. Oh, Damit schön. das nicht. 13. Damit das endlich aufhört zu brennen. Nee, nee, waren 12. Dahin. So, jetzt brauche ich mir. Benchmarking. Du hast gerade. Ha, ha, ich hab wieder das, was ich am meisten liebe. Ha? Ich kann Erde schaufeln. Ich hasse dich. Mit einer Schaufel. Definitiv Hass. Hass confirmed. Ich hab Erde. Ah, ist das schön. So wie zum Thema gute alten Zeiten, ne? Hasse dich. Ach, diese Zeiten waren die Gut schönsten ist hier Zeiten. keine Rede. Das war meine Zeit, ne? Das war meine Zeit, das war die Zeit des Wombats. Das Jahr des Wombats ist nun leider vorbei. Das ist vorbei. Ah, im Jahr des Wombats gab es, glaube ich, überhaupt kein Wombat-Release. Kann das sein? Nice. Dafür hasse ich dich immer noch. Viel geredet, nichts gemacht. Tja. Tut mir leid, anderer Ja. Kanal. Tut mir leid. Ja, er war einfach zu jung und zu unerfahren. Tja. Warte, Moment, was? Er hat sich nicht an unsere Also war Regeln ich das, gehalten. was du früher war, was du heute noch bist? Drop the mic. Warum hängt da Mein Holz in der Ding? Hast da echt eine Holzplanke hingebaut? Ich hasse Ich habe dich. alles versucht, um das Feuer Nein, da wegzukriegen. hinten, da bei mir. Bei dir? Ja, ich muss da irgendwie hoch. Ich hasse dich. Ah. Was soll sich denn großartig verändern? Kennst du meine Bauweise? Ja, blöde. Am besten lass dich irgendwo hinrennen und dann machst du dein eigenes Ding am besten. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Dann baue ich mein eigenes Imperium. Da mussten wir aber hier Creative-Modus einschalten. Wenn das Können wir nicht nach das hinten machen? losgeht. Dann kommst du eine Stunde später und meinst, ich habe so einem Jungen die Hand abgehackt und er hat mein ganzes Imperium gestürzt. Nee. Nee, ich wäre dann so einer, ich würde im Creative-Modus kommen. Damn, mir ist das Material ausgegangen. Ja. Definitiv. By the way, mir geht das Material hier gerade aus. Ah, verdammt, meine Holzschaufel ist gebrochen. Ich bin gebrochen. Die Holzschaufel so theatral. Ich bin gebrochen. Warum? So, Welches ist das Lava ist Dunkle? Ist weg. das alles hier dunkles Holz? So, jetzt habe ich natürlich den Vorteil, jetzt die Lava hier weg, aber dieser Kasten hier, der sieht jetzt so abgebrannt aus. Mein Ah, Gott. ich komme jetzt zu dir und dann. Ja, vor allen Dingen sieht der Turm so toll aus Erde. Der Erde tun. Den kann ich ja wegmachen. Ja, danke dir. Und deine Erdtürme. Das Der war sind. dafür gedacht, dass ich das Holz wegkriege und dass ich da hochkomme. Ja, ich hole mir hier mal Holz. Ist, glaube ich, gar Ja, nicht mal so hier. schlecht, wenn ich hier ein bisschen abbaue. Ja, hier. Ja, ja Irgendwo gut, gibt es an. bestimmt eine Stelle, wo auch wieder Lava ist und es brennt. Und das kommt dann irgendwann zu uns rüber. Lava kommt irgendwann durch den Man sieht ja Boden. nur eine Keine. ganze Wand aus Feuer, die auf uns zukraucht. Obwohl das mal wiederum cool wäre. Absolut toll. Alles, was wir gebaut haben, verloren. Alles, was wir hatten, haben wir verloren. Gab's da mal Ah. was? Da war doch mal was. Oh, Leute. Ich glaube, wir hätten niemals mit Minecraft wieder anfangen dürfen. Nein, das war eindeutig keine gute Idee. Och, warum? Ich bin wieder ewig dabei, Holz zu schlagen. Ich hasse das. Ja, meinst du, mir geht's besser? Ja, du krebst. Nein, Erde. ich jag jetzt auch gerade Holz. Ich sehe dich. Hä? Was? Was? Oh. Du, du, Da hinten? du. Lugt aus dem Holzloch. So. Nee. So. Ja, ich muss die Tür zumachen. Ah, okay, verstehe. Denn wir sind hier ja in der Night und es gibt Leute, die wollen schlafen. Wichtiger, wie man sowas machen kann. Wieder Schlafen. schlafen? Also, Was ist Schlaf? ganz ehrlich, wenn man frei hat. Nach der Kanne Kaffee heute. Was ist Schlaf? Was ist Schlaf? Ich weiß nicht, was Schlaf ist. Nee, ganz aufgedreht. Bin ich nicht. Bist du nicht.
Einzige, was ich jetzt gerne hätte, wäre irgendwie noch was zu knabbern. Ja, ich hab Salzstangen. Ja, gib mal mir eine rüber. Alles klar. Warte. Ich hasse es, dass diese Serie nur online geht. Mann. Und meine Axt, meine Axt. Ich bin doch richtig. Meine Axt ist kaputt. Oh, Pflanzen. Ich sammle Pflanzen ein zur Deko. Du sammelst Pflanzen ein. Du bist für den Schutz und die Stabilität des Hauses und ich bin für die genau, Schönheit. Genau, wir lassen dich für die Schönheit. Der Typ, der am liebsten mit Scheiße baut, ja, wortwörtlich. Was, Scheiße. Was soll das denn hier für ein Baumhaus werden? Das ist voll klein. Es ist noch nicht fertig. Außerdem, ja, es ist klein, es wird dann noch größer. Klein, aber fein. Das ist doch wunderschön, komm schon, das sieht cool aus. Wieso bauen wir unser Haus nicht da hinten auf diesem Berg? Ich hasse dich. Jetzt habe ich hier gerade angefangen. Was für ein Berg? Da hinten. Sag mir nicht, dass da ein cooler Berg ist. Sag da nicht, dass da ein cooler... Ach du Arschloch. Ah. Das Ding sieht schon cool aus, ne? Das Ding sieht absolut awesome aus. Okay, wir gehen da rüber. Scheiß auf das Ding. Nein, nimm das Holz mit. Was? Nein, ich habe genug Holz. Wir können uns Holz schlagen. Lass es da stehen. Ich bin vom Baum gefallen. Mein Bein ist gebrochen. Jetzt musst du mich tragen. Okay, ich komm runter. Das war jetzt mein Bein. Als wärst du jetzt wirklich runtergesprungen. Doch, bin ich leider. Aber ich habe nur ein halbes Herz verloren. Hey, das ist ein Schwein, dich nenne ich Spoink. Spoink, das ist Schwoin. Das Schwoink. Meinst du, es ist okay? Meinst du, es ist okay, wenn wir uns. Pferde, da unten sind Pferde! Das eine ist ein Einhorn. Nein, doch nicht. Ah, das sah so aus. Ich wollte gerade fragen. Nicht verjagen, nicht tot machen. Nicht tot machen. Meinst du, es ist verkehrt, wenn wir uns jetzt zwei Sattel schieben? Cool wäre das schon. Ja, komm, mach. Kriegt doch keiner mit. Habt ihr nicht gesehen? Liebe Zuschauer, in diesem Moment wurde geschnitten. Zack! Vor allem, da nicht geschnitten wurde. Ach so, scheiße, wir brauchen ja. Wir brauchen Karotten. Ach, blöde Kuh. Willst du einen Apfel? Ja, jetzt hast du mich lieb, oder? Du hast mich lieb. Nein, du hast mich nicht lieb. Du trittst nach mir aus. Ich brauche 64 davon. Warte mal, verdammt. Komm her. Hier sind Karotten. Ich mag Karotten. Und jetzt ein paar Pferde hier. Na. Komm, nimm sie. Hä? Du hast die Karotten wieder eingesammelt? Nee, ich hab sie. Karotten. Ich kann ihm keine Karotten geben. Verdammt, ich auch nicht. Was nehmen die denn dann? Also, die Äpfel, die hat er genommen, das blöde Vieh. Äpfel? Ja, aber da hat er nicht wirklich Liebe ausgestrahlt. So. Weißt du denn, dieses Vieh geht mir so auf den Keks. Da, nicht du cheatest jetzt ein Fleischermesser. Nee, Äpfel gehen. Ja, Äpfel nimmt er. Gib mir einfach ein paar Äpfel. Ist Äpfel. Wie du 25 Äpfel einfach reindrückst. Ja, fress alle. Am besten guckst du noch auf den Hintern. Oh, ist es drauf? Es hat mich lieb. Ey, es ist mich auch lieb. Cool. Aber ich kann den Sattel nicht geben. Wie von da runter? Shift. Was denn Shift? Oh doch, ich kann dir den Sattel geben. Meines ist gesattelt und reite bereit. Verdammt. Ja, wie hast du dem den Sattel gegeben? Indem du rechtsklicks auf. Ach so, klar. Ah. Entschuldigung an alle, die mich jetzt verachten. Yeah! Ich verachte dich. Oh, du kannst mit Shift schneller laufen, ne? Ah, ja, super, im Shift bin ich eben abgesprungen. Ne, mit Steuerung meine ich. Sack. Entschuldigung. So, wie nennen wir unsere Pferde? Das ist absolut das falsche Lied dafür, aber egal. Okay, ich bin Schlumpfen Karma Joe, man kennt mich im Schlumpfen Lob. Ich bin Schlumpfen Karma Joe. Ist jetzt die Schlumpfen-Version davon? Ja, das ist das, dass du ihn überhaupt kennst. Das stört mich schon, weil ich kenne ihn nämlich auch. Wir sind voller Berg vorbeigerannt. Ich habe die CD hier sogar noch irgendwo liegen. Das habe ich früher mehr gehört. Ja, ich auch. Und ich schäme mich ehrlich gesagt dafür. Ich weiß nicht, warum du nicht. Ich nicht. Ich schäme mich schon für vieles nichts mehr. Das ist nichts Argument. Mehr vor allem. Ja. Nicht mehr. Oh Mann. Na, aber die Lieder waren schon irgendwie cool. Ja, die Schlümpfe hatten schon irgendwie. Der kam auf die blöde Idee. Hey, das ist so eine nette kleine Kinderserie. Machen wir Techno draus. Ja, das war das. Ja, aber das ist doch genauso wie mit den Chipmunks. Kaum sind die rausgekommen aus unserem Film, weil jedes Lied nach den Chipmunks. Oh, hier ist wieder Lava. Wir hatten uns aber vielleicht die Schlümpfe sehen auch mal cool aus. Ja, aber die Schlümpfe kamen damals nicht raus.
Die Serie lief doch schon eine ganze Weile. Meine Mutter kennt die Schlümpfe noch als Kind. Also wenn ich meinen Vater frage, kennst du Schlümpfe? Sagt er Heide oder Twix. Was? Mehr sagt er da nicht. Er kennt sie nicht. Er kennt die Schlümpfe nicht. Nein, vielleicht kennt die Schlümpfe nicht. Wie kommt der da hoch? Du bist so eine Sau, wie kommst du da hoch? Ich habe eine Bergziege. Du hast was? Nein, du kannst an der einen Seite hoch. An der linken Seite hier geht's ganz gut hoch. Ich kenne einen Ort, dort ist es so wunderschön. Ich will hier rein, da will ich rein. Hier ist der Eingang. Boah, was ist das denn hier? Scheiße, das ist Ich würde sagen, hier hat jemand was... Hier hat jemand was? Ich würde sagen, hier hat jemand ein Loch reingeschnitten. Loch? Mein Pferd ist weg. Komm, Pferd, komm her! Ich will dir mit dieses scheiß Loch hier gefallen. Meins steht oben. On the top of the world. Na gut, muss halt zu dir kommen, muss ich halt eins klauen. Mein Pferd. Muss ich dir halt eins klauen. Das will ich sehen. Beste Reaktion. Wenn mich das Ding einmal anspuckt. Ich liebe es, ich nenne es Salami. Salami? Ja, Salami ist mein Lieblingspferd. Warum Salami? Weil Salami. Okay. Pferde nenne ich immer Salami, ich weiß auch nicht. Good times. Ich weiß nicht, wo ich den Eingang reinbauen würde. Hier ist zwar schon eine Höhle, aber das ist doof. Höhleneingänge sind irgendwie nicht wirklich tolle Eingänge. Höhleneingänge sehen... Einmal sind sie doof und so sehen nicht wirklich gut aus. Und die auszubauen, da kannst du auch gleich komplett neuen machen. Weißt du, wo ich den Eingang haben will? Oh, ich bin oben! Ich teleportiere dich zu mir. Ich bin doch schon oben! So, guck mal, stell dich mal hier her. Ich war gerade circa drei Blöcke. Und guck da runter, guck da auf die andere Wand. Da will ich. Ah, nein! Ein... Willst du TP'd werden? Das hat gerade nicht ganz so gut geklappt. Kann ich nicht hier Chef / Back machen? Geht nein, das nicht? Das geht das nicht. Geht... Ich bin nicht irgendwie im Gefecht. Was? Wo bist verdammt. Du? Irgendwo eine Pampa. Ich hab dich doch gerade zu mir gerufen. Da bist du. Noch stehe ich im Wald. Okay, das hat gerade anscheinend Probleme mit der Verbindung. Verbindung scheint nicht so gut heute. Ich will da drüben irgendwie den Eingang haben. Ich weiß auch nicht. Da drüben? Ja, vorne in der Felswand, oben. In der Luft. Cool wäre das. Sodass man immer eine Leiter hochklettern muss, um reinzukommen. Das wäre cool. Na? Oder da oben auf dem Berg, da auf so einem, ne? Weil der sieht aus, der ist total flach. Der da drüben, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß auch nicht, ob ich richtig weit sehen kann. Doch. Okay, weißt du was? Du baust hier, ich gehe darüber. I believe I can fly. Aber das tut mir leid, es wird Zeit, dass wir uns trennen. Ich fliege! Was, wie du fliegst? Ich fliege gegen die Wand. Ich fliege gerade, ich teleportiere gerade, ich fliege. Okay. Und durch den Berg. Yeah! Ist definitiv nicht normal. Oh, schon vorbei. Können Pferde durch Wasser? Da unten liegt mein ganzes Zeug. Nein, können sie nicht. Doch, können sie. Bam. Echt? Mein Pferd ist gerade durchs Wasser geschwommen. Und das war komplett unter Wasser. Das liegt immer noch da hinten im Loch. Es tut mir auch leid, dass man ständig diesen Kreis sieht. Bei mir, das ist irgendwie Steuerung drücke. Ich bin auf dem anderen Hügel. Drüben, warte, siehst mich gleich. Kurzen Moment. Ja, weil dann kann ich dir mal zeigen, wo du mal hingucken musst, damit du dieses Loch siehst. Das ist einfach wild aus der Karte, was ausgeschnitten. Das sieht so komisch aus. So, siehst du mich? Wo bist denn? Nein. Ich sehe dich nämlich auch nicht. Bist du auf dem oben drauf? Ja, klar. Aber ich bin weiter rechts. Komm mal weiter nach vorne. Was? Ah, da hinten bist du. Was? Ja. Hi. Wie willst du da den Eingang haben? Da will ich nicht den Eingang haben. Da wollte ich, also da, doch, jetzt schon, aber davor nicht. Davor meinte ich schon da gegenüber. Aber jetzt will ich hier oben drauf bauen. Ich ändere meine Meinung oft. Du bist ein Mann, der sich entscheiden kann, das habe ich sofort gemerkt. Ja, ich weiß. Seit dem ersten Tag, an dem ich mich mit dir zusammengetan habe. Dan, weißt du, es bestimmt cool aussieht aus deiner Richtung. Guck mal. Hä? Kasabonga! Er hat sich schon wieder umgebracht.
Ach verdammt, ich bin gestorben. Sag mal, deine Items willst du nicht haben, oder? Ich hatte meine Items, die hast du aufgesammelt, du Arsch. Nein, habe ich nicht. Nein? Die waren weg eben. Okay, cool. Na super, und jetzt laufe ich hier durch den Wald. Ich laufe durch den Wald. Und du wirst gleich hier teleportiert. Und ich fliege! Oh Gott. Das ist ach, wie cool. Nur. Ausnahmslos arbeitet man hier nur mit Dilettanten. Ach ja. Ich war mit dir. Oh, das Fliegen macht so Spaß, wenn ich jetzt noch lenken könnte. Dass du lenken könntest. Ja, dann wär's fast wär wie im Creative Mode. Ja! Ja. Fällt dir eigentlich, ist dir schon mal aufgefallen, dass Minecraft eigentlich aus vielen extrem langweiligen Dingen besteht? Das sind einfach viele Blöcke wild zusammengewürfelt. Mehr ist das nicht. Nein, ich meine, wenn du was bauen willst, was ist das, was du machen musst? Stundenlang auf Stein gucken und es abbauen. Ja, du klopfst auf Stein, dann setzt du Stein wieder zusammen und... Das Moment, du erkennst das Material, zerlegst es und setzt du was noch zusammen. Das ist Alchemie! Ah, ich hasse dich so sehr. Hilf mir mal, den Schnee hier wegzumachen. Ich mag keinen Schnee auf meinem Schnee. Dach. Schnee, Schnee, Schnee. Warum ist mein Pferd da unten? Wie ist das da runtergekommen? Ich wette, das ist gefallen, das Scheißvieh. Ich weiß von nichts. Ich habe es nicht runtergestoßen. Nein. Doch, hast du. Definitiv. Ich bin durchgeflogen. Was soll ich denn machen? Du bist durchgeflogen. Bist vielleicht durchgedreht. Ich bin durchgedreht sowieso. Oh, es wird spät. Was? Ich bin rausgeflogen. Siehst du, das kannst du, das kann natürlich sein vom Thema Fliegen her. Schwein. Kick mich da einfach. Und jetzt wieder irgendwo eine Pampa bin ich denn hier. Yeah. Siehst du? Und ich kann nichts abbauen. Ich kann ihn nicht wegknocken. Ich kann ihn auch nicht erknocken. Nö. Ist doch doof. Gib mir mal der rechte. Ich kann wieder nichts machen. Warte. Ich will aber nicht warten. Das dauert mir zu lang. Besser? Nicht wirklich. Ah! Was denn jetzt? Bist du gerade okay? Im ja. Was, bist du im Game Mode? Nein. Jetzt hat's funktioniert. Hast du das gesehen? Das sah cool aus, oder? Ja. Irgendwie merkwürdig. Ja, aber das ist schon die ganze Zeit so. Strange. Ja, die Verbindung ist anscheinend meh. Wenn du mich teleportierst. Ach, die Verbindung. Schieb das nicht auf die Verbindung. Die Verbindung zwischen mir und dir ist meh. Das ist sowieso. So siehst du das also. So, und an dieser Stelle möchte ich gern mal grüßen. Und er sprach nie weiter. Nee, ich bin gerade überlegen, wen ich grüße. Weil eigentlich jeden, den ich grüßen wollte, mag ich auf gewisse Weise nicht. Tja, du kannst mich grüßen, mich magst du. Ja toll, was bringst du mir denn nicht zu grüßen? Ich fühle mich geehrt, von dir gegrüßt zu werden. Theoretisch, wenn du da irgendwas draufsetzt, dann bau doch einfach auf den Schnee, warum soll ich ihn denn wegmachen? Stimmt eigentlich auch. Stimmt, der verschwindet. Ich habe nicht dran gedacht, dass der verschwindet. Den hier innen drin kann ich wegmachen. Ja, siehste. Siehste, ist doch nicht ganz umsonst, was du tust. Ja, aber ich habe sogar außen rum gemacht. Oh, hier ist eine Tür. Die hat eine Tür gelassen. Und da unten machen wir Wasser hin. Wir machen was? Und wir setzen einen Drachen aufs Dach. Wir machen und was? Und ich will einen U-Bahn-Tunnel. Einen tiefen U-Bahn-Tunnel. Weit unter der Erde. Und das alles noch heute Abend. Ich hasse dich. Das war's mit Dead Man and Woman Night. Nie wieder. Echt? Schon vorbei? Nein. Können nur noch ein paar Minuten geben eigentlich sogar. Wie ein paar Minuten? Ja, wir sind schon 44 drin. Ja und? Ich bin gerade so schön auf Touren. Du bist auf Touren. Das Einzige, was du gemacht hast, ist zweimal dein Inventar gebumpt und dann... und beim dritten Mal nicht wiedergeholt. Ja. Ja, ich versuche ja jetzt schon ein bisschen hilfreicher zu sein.
Ich habe immerhin schon einen Holzblock abgebaut. Ich bin so stolz auf dich. Und den Rest vom Baum wild in die Gegend rumstehen lassen. Ich bin so kein bisschen stolz auf dich. Weiß ich. Ey, das Schlimme ist, ich habe das Problem, ich will hier nichts abbauen. Weil ich gesagt habe, ist mir die Information so lieb. Da baue nichts ab. Ich weiß, wo die Toilette hinkommt. Hinten fließt Wasser runter. So viel zum Thema. Ha? Der kann ja in unseren Pool fließen. Ja, der Pool ist unten, dein Pool, der Wombat-Pool. Mein Wombat-Pool? Oben ist das Plumps-Klo. Ja, das Plumps-Klo ist so eine riesen Fläche und der Wombat-Pool ist einfach so ein Loch mit ein bisschen Wasser drin. Nein, nein. Ja, und seltsamerweise hat der Wombat-Pool hat eine Spülung. Eine Spülung? Ja. Ich nenne es Strudel. Habt ihr nicht schon mal so eine Klospülung? Gab's Raum irgendwas? Ja, ja. Du hast jetzt nach Feuer weggeschaltet. Wie mach ich das jetzt wieder weg? F11. F11. Einen Moment. F11. Okay, es gibt diverse Probleme. In der 45. Minute. Hey, es gibt immer noch eine Nachspielzeit. Ja, das ist doch zum Götzen. Du musst jetzt damit leben. Du musst lernen, mit den neuen Dingen des Lebens zurechtzukommen. Mit den neuen Dingen des Lebens. So, ja. Ich bin gerade dabei, das zu fixen. Ja, ich baue mal weiter. Es kann einen kurzen Moment dauern, solange sieht ja gerade jetzt mal nichts. Und dann hoffentlich. Jetzt bräuchte man so eine Option, wo man umschwappen könnte und dann auf meinen Rechner. Ja, das wäre mega, aber. Das wäre geil. Das ist leider aber nicht einfach möglich. Aber leider sind wir nicht so ausgefallen. So ausgefallen. Die Alternativen bieten wir, indem in diesem Moment ein Schwarzbild kommt. Ja, in diesem Moment sind wir einfach nur eine Wand mit Dan plus One Night. Man hört uns. Mehr braucht ihr doch auch nicht. Das ist doch, ja. Ihr könnt uns bei unserer Reise durch die Wurmwelt begleiten. Mit einer schönen, ruhigen Stimme im Hintergrund. Okay, lass uns. Richtig, er macht die schöne Stimme und bei mir hört man immer. Sehr nice. Es gab doch mal eine Steinspitzhacke. Ich weiß nicht, das ist doch. Ich kann die Grease Size, also Der Abbaumarathon beginnt. Ich weiß nicht, wo ich Ding, helf mir mal, wo ich diese blöde Größe einstellen kann von dem Fenster. Die Leute schreien uns gerade an, weil das echt einfach sein sollte, aber irgendwie. Oh. Ha? Ja gut, bei. Verdammt! Jetzt hast du es auch. Oh nein! Warte mal, das kannst du irgendwo. Nee, nicht Graphic. Das ist Quatsch. 120 langen. Scheiße! Ich brauche dich gar nicht suchen. Wenn es eine finde, findest du es eh wieder zuerst. Hilf mir einfach zu suchen. Ich guck doch gerade, ich habe jetzt auch so ein kleines Scheißbild. Ich hätte in alle Ruhe weiterbauen können, aber dann kommst du. Tja, ist der wahr. Na, und das Ding ist einfach zu, ich kann es nicht mehr ändern. Ach so, und jetzt an alle Zuschauer. Es bringt nichts, wenn ihr uns das in die Kommentare schreibt. In diesem Moment bringt es uns nichts. Es wäre trotzdem recht nett fürs nächste Mal, falls wir es nicht finden. Fürs nächste Mal wissen wir. Ah, das stimmt auch wieder, da kann man es googeln. Also bringt wirklich nichts. Ist aber sehr nett von euch, dass ihr uns helfen wollt. Das hilft nicht weiter. Ich glaube nicht, dass sowas Nettes wie hier ist die Ding in die Kommentare kommt, wenn das hier zu sehen ist, sondern eher. Ja. Mann, jetzt strengt euch doch mal an! Wir sind ja dabei, wir tun unser Bestes. Weil ihr Vollnoobs in Minecraft. Könnt ihr denn gar nichts? Voll, jetzt habe ich auch so ein doofes Vollbild hier. Das will ich doch nicht. Ja, Statistik hilft immer. Ja, vor allem hängt das mit Vollbild bei mir extremst. Er hat es einfach zugemacht. Bin ich auch noch rausgeflogen. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach Ende, weil das ist nicht mehr. Verdammt, blödes Spiel, wieder sowas. Ich würde sagen, das. Ich gehe jetzt hier erstmal raus. So. Ja. Ah, Zeit für den Vorhang, den zu schließen. Willst du jetzt wirklich schon zumachen? Ja, ich würde sagen, das war's mit Dan plus One Night
Minecraft, wir werden wahrscheinlich öfter vielleicht mal bei Minecraft vorbei. Öfter? Sehen. Das wird jetzt jeden Abend produziert. Jeden Abend, genau. Okay, ja, ist in Ordnung. Jetzt bin ich wieder voll im Trip. Ich kann nicht aufhören. Ich bin wieder im Trip drin. So, wieso der eine Text hier nicht funktioniert, weiß ich auch nicht. Das ist cool. Ich gehe nicht auf den Strich, ich gehe auf Minecraft. Wow, okay, das war schlecht. Ja? Ach, egal. Ja, irgendwie schon. Das, nein. Okay, ich würde sagen... Ist ja doof. Dan Dragon sagt tüdelü, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich habe die Aufnahme schon beendet, das hört keiner mehr. Nein, du bist noch drin. Tschüss.